Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Video Magazin und einem neuen Video meinerseits. Und heute reden wir über das Phantasialand im Wandel der Zeit. Und das ist der erste Teil einer kleinen Videoreihe, Serie, wie ihr es sehen wollt. Und wir reden über Talokan oder den Standort von Talokan und das, was vor Talokan dort war, und zwar der Condor und Crazy Loop. Letzteres ein kleines Mysterium. Diese ganze Videoreihe hier, so wie auch dieses Video selbst, ist definitiv kein "Früher war alles besser". Das kommt hier nicht. Es war natürlich super, es war toll, es sind super viele Kindheitserinnerungen für viele von uns. Und wir können uns alle mit diesen alten, tollen Sachen identifizieren und würden sie natürlich alle jederzeit immer wieder gerne fahren. Geht aber nicht. Und es ist auch nicht schlimm, das ist vollkommen in Ordnung. Und hätte das Phantasialand sich nicht so weiterentwickelt, wie es sich weiterentwickelt hat, wäre es jetzt auch nicht da, wo es ist. Und es würde es vielleicht auch gar nicht mehr geben, wenn man dann immer noch solche Sachen da stehen hätte wie damals, in der Qualität wie damals. Aber egal, denn wir reden jetzt über Talokan. Und Talokan steht bereits seit 2007 im Phantasialand. Und ich weiß, dass der ein oder andere, der zuguckt, da gerade geboren wurde. Das ist ziemlich verrückt. Für mich, aber für euch natürlich nicht. Für euch ist Talokan schon immer da gewesen. Das Ganze ist ein Huss Suspended Topspin. Ein wirklich eher seltenes Fahrgeschäft, gibt aber auch ein paar hier auf dem Kanal zu entdecken, beziehungsweise separates Video dazu gibt es hier auch. Und steht im Mexiko-Themenbereich, hat eine Wahnsinnsfront, eine Wahnsinnsthematisierung, und wenn man dann reingeht und rumgeht, ist dieser Suspended Topspin einfach genial eingehaust. So eine krasse, immersive Thematisierung bei einem Topspin ist einfach so unfassbar geil, mega detailverliebt und super verrückt, einfach diese Idee, das so da hinzustellen. Und das hat man ja auch in Dubai quasi versucht zu kopieren und ist nicht ansatzweise daran gekommen. Ist halt das gleiche Fahrgeschäft und hat eine Thematisierung, die halt sehr stark an Talokan erinnert. Und der dritte Suspended Topspin, den wir live gesehen haben, der geht nicht in die Richtung und ist aber auch nicht ansatzweise so gut thematisiert. Wirklich verrückt. Das Ganze hat auch natürlich eigene Soundtracks, sind sogar neue Soundtracks inzwischen. Ich bin ein Riesenfan der alten Soundtracks, muss ich natürlich zugeben. Und die verschiedenen Soundtracks passen zu verschiedenen Fahrprogrammen, und je nach Soundtrack ist das Fahrprogramm oder andersrum. Es passt auf jeden Fall zusammen. Außerdem gibt es dann Nebeleffekte, Wassereffekte und sehr geil natürlich Feuereffekte. Damit kriegt man mich immer. Es war auch bei Talokan immer so eine Entwicklung. Es gab anfangs Wassernebel. Irgendwann hatte man zwei richtig große, fette Fogger, also große Nebelmaschinen mit klassischem Nebelfluid unten drunter stehen. Dann wieder eine andere Variante, Wassernebel und so weiter und so fort. Da hat man auch sehr viel experimentiert, möchte ich nicht sagen, aber versucht zu optimieren. Und sowas halt in einem Dauereinsatz zu haben, das musst du halt dann auch erstmal das Richtige finden, was du dafür benutzt. Und das bei einer Anlage, die insgesamt übrigens 7,5 Millionen Euro gekostet haben soll. Inzwischen wurde auch, also es gab ja schon immer so eine kleine Brücke-Terrasse, von der aus man das Ganze sich angucken konnte, von außen die Fahrt, wie die Leute da fahren. Und inzwischen, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, ist auch diese Zuschauerterrasse gewachsen, größer geworden. Und es gibt auch eine Umleitung oder einen richtigen Weg dran vorbei Richtung Afrika. Vorher war das halt dann ein großer Stau und eine große Verstopfung. Worum geht es bei Talokan? Der Aztekengott Tlaloc liebt es, mit den Elementen zu spielen. Deswegen haben wir ja auch Nebel, Wasser und Feuer. Und er liebt es auch, mit seinen Herausforderern, also euch, die Gäste, zu spielen. Dieser Aztekengott herrscht halt da mit viel Donner und Gegröll in diesem alten Aztekentempel und schleudert dann die Fahrgäste durch die Gegend und lässt euch die Elemente spüren quasi. Aber in diesem Video soll es ja auch darum gehen, was stand denn da vorher? Es war ja nicht immer ein Aztekentempel, der dort in Brühl stand. Und ich möchte halt anfangen mit einer Sache, die ein bisschen weiter hinten stand, jetzt nicht so markant war und ein kleines Mysterium für sich ist. Und zwar Crazy Loop. Crazy Loop gab es von 1995 bis 2004. Und das alles in der alten Kuppel
von der Siegfried und Roy Anlage. Dahinter gab es auch die Tiger, also auch einen weißen Tiger von Siegfried und Roy. Auch total krass, dass damals im Wintergarten da ein Tiger auf der Bühne war und so nah und wow. Und ja, von Gold auf Blau gestrichen und dann gab es dort drin Crazy Loop. Und es war ein Fahrgeschäft und es war, wenn man jetzt ein paar Seiten sich anguckt, ein Crazy Dance von Fabri. Es ist quasi ein normaler Breakdance mit dem Unterschied, dass die Gondelkreuze angehoben werden können. Ich bin das so nie gefahren, habe das so nie gesehen. Gibt aber Videos davon, auch auf YouTube zu finden. Was ihr aber hier bei mir auch zu sehen bekommt, ist eine spätere Variante scheinbar, so eine Art Shake and Roll. Es gibt aber auch von Fabri unter Crazy Dance zu finden, solche Dinger, die halt wie ein Breakdance fahren und sich überschlagen können, also wie ein Shake and Roll. Oder ein Shaker oder ein Shake 5 oder was auch immer. Und das bin ich gefahren, das weiß ich. Also wenn irgendjemand wirklich mit Belegen weiß, mit Quellenangaben, was da vorher jetzt wie wann genau drin war, die Kommentarsektion ist euer Freund. Das würde es, glaube ich, alle interessieren. Es ist ziemlich schlecht dokumentiert, das finde ich total verrückt, auch in alten Zeiten, also in so alten Phantasialand-Magazinen findet man da jetzt auch nicht wirklich was zu. Das ist echt crazy, was da drin mit dem Loop los war. Oh Gott. Wir sollten lieber weitermachen und zu dem etwas größeren und markanteren Fahrgeschäft gehen, und zwar den Condor, aka den Kodak Tower. Und das Ganze ist ein Fahrgeschäft der Firma Huss, so wie jetzt auch Talukan, aber ein Condor von Huss. Und der stand von 1986 bis 2006 im Phantasialand und ragte 32 Meter in den Himmel über Brühl. Hat angeblich wohl einen Standortwechsel im Park mal gehabt. Ich kenne den halt nur dort an diesem Standort. Ist ein absoluter Klassiker und steht auch heute noch, also Huss Condor gibt es heute noch in verschiedensten Freizeitparks, auch in Deutschland. Also wenn ihr so ein Fahrgeschäft noch fahren wollt, könnt ihr das in Deutschland auf jeden Fall noch machen oder auch im Ausland. Und allein dieser Gitterblechboden, der Sound davon, das ist für mich einfach Kindheit, weil dann und diese Luftgeräusche und diese ganzen Sounds, die so ein Condor macht, und ich bin es halt jedes Mal gefahren, wenn wir im Phantasialand waren, bis zum bitteren Ende. Super cool. Wurde dann später auch thematisch mehr an Mexiko angepasst, so eine künstliche Mauer mit Rockwork drumherum gezogen, damit es ein bisschen besser aussieht, passte natürlich trotzdem nicht in die Qualität der Thematisierung, die das Phantasialand immer weiter sukzessive aufgebaut hat, aber das passt halt heute auch einfach nicht mehr so zum Phantasialand, und deswegen ist das Ganze dann schon gut, dass es durch Talukan ersetzt wurde, auch wenn man natürlich sagen könnte, der Condor war mehr Familienfahrgeschäft als jetzt ein Suspended Topspin, aber da hat man natürlich auch an anderer Stelle dann wieder anders das Ganze ausgeglichen. Und noch viel spannender vielleicht ist, dass ihr den Phantasialand Condor an sich selbst heute noch fahren, erleben könnt. Also nicht so, wie er im Phantasialand stand. Das ganze Ding wurde dann nicht verschrottet, sondern verkauft und erstmal auch eingelagert. Und jetzt findet ihr dieses Fahrgeschäft in Italien wieder. In Mailand oder im Großraum Mailand, im Europark Milano. Und dort steht er auch noch. Sind wir letztes Jahr 2020 gefahren, wurde aber umgebaut zu einem Starflyer und später noch erweitert umgebaut mit Stand-Up-Käfigen, dass ihr in einen Käfig gesperrt werdet, der unter diesen Armen hängt und dann darin stehend fahren könnt. Unfassbar verrückt. Unfassbar. Sehr, sehr, sehr unique und super kurios, aber hat echt Spaß gemacht und war mal was anderes. Und ihr könnt auch noch den Phantasialand Schriftzug sehen. Der ist noch auf dem Turm zu sehen. Also es ist wirklich der Condor. Es gibt nicht nur Text, der das im Internet niederschreibt, dass es dieser Condor ist, sondern man sieht es halt auch noch. Auch für die Leute, die unter dem On-Ride-Video davon mir geschrieben haben, das ist der nicht. Das, nee. Doch, man kann es lesen. Und ja, da ist der Condor gegangen. Und jetzt wisst ihr, wenn ihr es nicht wusstet oder habt es nochmal gesehen, was an der Stelle von Talukan vorher so los war und wie sich das an dieser Stelle im Park entwickelt hat. Super verrückte, krasse Entwicklung.
Und super interessant. Und es gibt noch sehr viele andere interessante Punkte im Park, die sich verändert haben, wo andere Sachen vorher standen. Aber ich dachte, wir fangen. Also ich hatte einfach Lust, mit diesem Bereich, mit dieser Ecke anzufangen. Seid gespannt auf das nächste Video, wo wir dann drüber sprechen, welche Stelle wir uns da raussuchen. Und ansonsten eure Meinung zu dem Ganzen gerne in die Kommentare. Und das war's von mir an dieser Stelle. Ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Brofist Ride Review Video Magazin. Peace.